So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Torchlight 2 mit Affenklappe und... Becker. Schon wieder? Ey, du bist eine Nase, Mann. Naja. Ja, ich vergesse es immer. Wir machen jetzt hier noch den Quest Sprecht mit dem Chin. Da gehe ich jetzt mal rein hier. Ich habe noch 15 Punkte zu verteilen. Ey, was ist da los? Durchdrücken von... Y trinkt ihr euren besten Heiltrank. Durch Drücken von X trinkt ihr euren besten Mana-Trank. Mit Umschalt Y heilt ihr euren Begleiter statt euch selbst. Aha, aha. Ich will meinen Begleiter nicht heilen, weil es ist auch egal, ob er nun kurz vorm Tod ist oder nicht. Er läuft dumm rum und dann kämpft er weiter. Ja. Wie heißt dein Viech eigentlich nochmal? Affe oder sowas, ne? Äffchen. Achso. Musstest du aber auch erstmal nachgucken, ne? Ja. Hier waren wir doch schon mal. Nein. Oder? Definitiv nein. Da oben ist das Fragezeichen. Und hier sind diese Viecher. Keine Ahnung, wie sie heißen. Die mir übelst aufs Fressbrett geben. Die beiden haben mich jetzt auf halbes Leben runtergehauen. Echt? Oha, hier geht's ab. Oh. Alter, die geben mir so auf den Sack. Ja, mir erst. Und ich hab keinen Zug mehr. Hier. Ich hab noch diese riesigen. Alter, die haben mir übelst auf den Sack gegeben, Alter. Die drücken mir so übelst ins Gesicht. Bist du tot? Nein, du? Nein. Ich muss meine Heiltränke nicht irgendwie sterben, machen wir sie fertig ins Gesicht jetzt! Kommt her, ich kritte jetzt. Boah, ich krit. Komm! Wo sind die Krits? Alter, der mit seinem dicken Hammer hier. Hoppla. Ein Angelloch. Oh mein fucking Gott, was ist, geht hier los? Fledermäuse, also irgendwelche komischen Mistdinger. Kann sich an wie Frösche, was? Ja, ne? Hab ich auch gerade gedacht. Diese Dünenläufer hören sich an wie Frösche. Ja. Klingenkralle verbessert. So, das muss ich mir jetzt erstmal gleich reinziehen. Warte, was habe ich jetzt bekommen? Erstmal Hoppler und Körperpanzer. Das ist ein Schild, ja. Rüstung verringern. Aha. Naja, nee. Oha. Was ist los? Nix. Wie jetzt? Oha, aber doch nichts, oder wie? Nee, ich kämpfe nur ein bisschen. Das sieht immer sehr bedrohlich am Anfang aus, wenn alle auf dich zugestürmt kommen. Die ganzen vielen Viecher. Ja, bedrohlich. Ich komme und dich beschütze, ne? Ich hätte das auch allein geschafft. Was ist los? Nee. Da oben ist ein Skelett drin. Was ist das denn für ein Ding? Oh, bin ich schnell! Hu! Like okay. A boss! Keine Ahnung. Was soll ich damit anfangen? Ja, hab ich gesehen. Aber was ist damit los? Weiß ich nicht, kann man das irgendwie kaputt machen oder so? Oh, der kommt an wie ein Rambock! Ja. Schädel mal ein. Jetzt steht er rum und stirbt einfach. Das Stück. Hm. Die hören sich irgendwie an wie Enten, wenn die sterben. Du bist eine Ente. Quack! Die machen quack, quack.
fliegt er da runter wie so ein scheiß Frosch. Ey, komm mal hier lang. Oh, der hat mein Viech gerammt. Mit seinem dicken Schädel. Hä, wo bist du denn? Auf dem Weg zum goldenen Fragezeichen. Was bringst du denn hier für Haustiere mit? Ja, da hinten waren noch voll viele. Ich dachte, du wärst da lang gegangen. Also da oben geht's dann hoch zum Fragezeichen. Oh yeah, oh yeah, wie ich im Rage-Modus bin. Kommt her, ihr Mistviecher, kommt her, ich mach jeden von euch fertig. Das ist mir scheißegal. Sandweber oder links oder rechts. Hua, hua, in your fucking face. What? Ist denn jetzt hier falsch? Ich bin in einer Tundra-Falle. Oder Tutara-Falle. Tundra-Falle. Wo bist du? Ich bin hier in der Falle. Dieser Sandweber hat mich da reingesteckt. Dafür würde er büßen und bitten 542er Crit. Bist du wieder raus? Ja. Was ist das? Oh, guck mal. Guck mal. Guck mal. Der ist aus dem Boden raus. Wie cool ist das denn, Alter? Komm her jetzt, du schleckendes Ding. Jetzt kriege ich dich kaputt. Oh, nice. Ey, der zieht hier so eine Arena hoch, ey. Da hätte ich ihn auch drin kaputt gemacht. Bäh. Kaputt. Fell. Au! Niemand wirft irgendwelche wirbelnden Kreise zu mir hin. So, bestimmt. Einer mit dem Hammer. In your face. Eine Truhe. Ah, ja, oh, die Truhe beißt. Hier ist auch noch eine Truhe. Oh, die Truhe ist mega stark. Warte, ich komme dir zu Hilfe. Da hinten habe ich auch noch eine Truhe geöffnet gehabt, ne? Komm, alle hier hochgesprungen hier. Aber die haben gerade Pech, weil ich bin gerade im Rage-Modus gekommen, Alter. Dann klatsche ich die so easy um. Und steigt mein Damage echt so brutal. Ist da unten? Kann man da runtergehen? Nee, doch nicht. Bam. Oh, lol. Was war das denn? Hm? Einmal so mega viel Gold. Schlag dich hier über die Kante. Ich geh mal. Guck mal, wie ich ihn verbunden habe. Oh, ja, ich bin auch in der Falle. Oh, Mann. Befreie dich. Bin ich auch selbst nicht. Nein, hättest du nicht. Ich musste dich retten. Mhm. Hier! Hier ist Gotthold-Tack! Bist du auch gestiegen? Ja, ich glaube. Keine Ahnung. Ja, ich auch. So, dann lass jetzt mal zu dem goldenen Fragezeichen gehen, ne? Mhm. Lalalalala. Diese dreckige Bogenschütze. Hurra! Macht es. Was ist das denn für ein Geräusch? Das war Frosch. Durch und durch Frosch. Hier, wir müssen über die Brücke. Boah. Über welche Brücke? Hier. Oh, warte. Hier rüber. So, ja. Oh, hier gibt's einen Obermacker. Diese verdammten Rattern. Block ihr Netz kaputt, du kannst hier mit dem Schiff da schlagen. Hier ist Itzgok. Itzgok. Schlag den Itzgok um, schlag den Itzgok um, schlag den Itzgok um.
wahrscheinlich auf die Uhr geguckt. Ja. Gut. Oh, hier ist noch so ein Titan. Oh yeah, nice shit, er sieht so episch aus. Guck mal, wie die Säulen auch da Dings. Bäh! Er stirbt. Er macht aber einen nice Abgang, ey. Jetzt hast du eine volle Brücke. Du. Was? Was? Lass uns mal zur Brücke, habe ich gesagt. Okay. Schon unterwegs. Ja, ich bin schon da. Ich guck mal, was hier so abgeht. Oh, was ist das? Das ist aber die falsche Brücke, wo du bist. Hier ist das goldene Fragezeichen. Ach so, da bist du. Hä? Ich bin doch hier. Ich grüße dann euch, unbedeutendes Wesen. Ja, ich kenne diesen Rüstmeister. Er kam zu mir und wollte wissen, wie man Wächter bindet. Aber ich gab seinem Drängen nicht nach. Da wandte er sich an meinen alten Feind, den widerwärtigen Ezrael Khan, der ihn solch abscheuliche Rituale nur allzu bereitwillig lehrte. Natürlich kann Ezrael Khan nichts tun, das ich nicht rückgängig machen könnte. Mhm. Der Rüstmeister und der Alchemist sind starke Gegner. Aber für jemanden wie mich sind selbst ihre vereinten Kräfte nur Schnickschnack. Ich kann mit Leichtigkeit alles rückgängig machen, was sie eurer Wächterin angetan haben. Natürlich müsstet ihr auch etwas für mich tun. Mein einzig wahrer Feind in dieser Wüste ist die Langeweile. Ich schlage euch einen Handel vor. Unterhaltet mich, indem ihr drei Aufgaben erfüllt. Drei Aufgaben. Ich betone, falls eure Bemühungen mich gebührend amüsieren, werde ich eure Wächterin befreien. Eure erste Aufgabe. Begebt euch zur Sattva-Hochebene und holt meine Lampe der Wunder von den Tutara zurück. Lampe der Wunder von den Tutara zurück. Ihr habt eine Quest bekommen. Dann los. Ich bin bereit. Auf geht's, auf geht's. Jetzt im goldenen Stern. Ja, wo gehst du denn hin? Lol. So, warte mal. Was ist das denn für ein Ding gewesen? Keine Ahnung. Hoio. Wo ist jetzt der goldene Stern? Monster! Zerfetzt. Oh yeah. Viel Gold. Bam. Verprügel ihn, verprügel ihn! Mache ich! Schneller, schneller, schneller! Das geht nicht schnell genug hier. Bam. In your face! In der Richtung. Easy going. Der sitzt hier so kackenfrech rum, ey.
Oh yeah, 560er Cap in your face. Alter, sterb doch! Das darf doch nicht wahr sein. Hier ist wieder so ein komischer Mutterkrebs. Ich ausgewichen bin. Ja, ein bisschen. Voll nicht so. Ah, die beißt bestimmt, oder? Ach nee, die ist verschlüsselt. Ja, toll. Können wir die eigentlich aufmachen? Müssen wir dazu irgendeinen Schlüssel finden, oder? Ja. Die läuft jetzt ab hier. So. Hier ist noch so einer. Bäh. Die sieht immer so schön zerfetzen bei so einem Kit. Das macht immer schön Spaß anzusehen. Mhm. Jetzt sind wir aber wieder falsch. Ja, wir müssen hier wieder hoch. Einmal um die Kurve. Hoppala. Dann weiter, weiter, weiter. Ah. Tier runter. Hier ist der Eingang. Ah, bist du schon drin? Nee, hier ist noch die Ruhe. In your face. Mal rein. Klar. Level 31 bis 34. Who cares? In your face. Ich stehe auf den Spruch. Merke ich schon. Hier ist ziemlich viel Fleisch, ne? Hier sind sie. Doch hässliche Fische. Deswegen hören sie sich auch so an. Oh Mann. Geht's ab. Oh, ficken! Oh, ja. Ihr seid tot. Lol, Eingang, ne? Ja, Eingang. Los. Lol, 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 lol. Oh, warte. Ich muss mir anders machen. Erstmal mein Heilding und dann muss ich gleich meinen Schießbot da aktivieren. Und wir dürfen, glaube ich, nicht alle auf einmal. Ja, scheißegal, ich gehe da jetzt rein, like a boss. Ja, und gleich sind wir wieder tot. Guck mal, nur ein paar. Ah! Boah, wenn ich einen Schlag kriege, ey, dann bin ich halb tot. Nein, guck jetzt, wie es abgeht. Jetzt geht es nicht. Aruk, Alter. Aruk kriegt aufs Maul, Aruk! Ich hau ihn kaputt, Mann. Ich hau ihn kaputt. Ich steck die ganze Zeit auf ihn ein, aber. Der schert mich. Nein. Doch, hat er eben auch. Nur auf mich. Und du machst auch nur Schaden. Ja. Ist klar. Ist klar. Oh.
Alter, der hält mehr aus als der Obermacher. Na endlich, Alter. Unglaublich. Quest abgeschlossen. Was? Das war's. Ich muss hier erstmal gegen meine Falle kämpfen. Dann? Aus hier. So Leute, für diese Folge wäre es dann wohl auch schon wieder. In der nächsten Folge werden wir dann die Quest abgeben und dann werden wir auch die nächste Aufgabe für diesen dicken Genie erfüllen. Leute, für diese Folge würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Torchlight Klopperei Game Nummer 1. Also Leute, bis demnächst. Tschüss.